Der 3. Juni 2024 war Treffpunkt im LKH Hochsteiermark für Politik, Ärzteschaft und Medienvertreter zu einem sehr zukunftsweisenden Projekt. Vor fast genau 3 Jahren setzte das LKH Hochsteiermark am Standort Leoben einen Meilenstein in der steirischen Gesundheitsvorsorge, indem es als erstes Haus der steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft, kurz KAGES genannt, einen OP-Roboter mit dem klingenden Namen Da Vinci einführte, um der steigenden Nachfrage nach roboterassistierten, minimalinvasiven Knopfloch-Eingriffen gerecht zu werden. Seit April ist Da Vinci 2 am Standort Leoben im Einsatz und das wiederum war Anlass, die Öffentlichkeit zu informieren. Immerhin konnte dadurch die Zahl der Eingriffe wesentlich gesteigert werden. Ja, es ist ein Tag großer Freude. Wir haben heute hier in Leoben den 2. OP-Roboter präsentieren dürfen. Und das ist so ein Mehrwert für alle, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vor allem aber für die Patientinnen und Patienten. Es geht um kürzere Wartezeiten, es geht um kleinere Wundflächen, weniger Blutverlust, also insgesamt wirklich eine Win-Win-Situation. Das ist es, worum es mir als Arzt schon immer gegangen ist und das ist es, was ich auch als Landesrat leben will, nämlich immer die Gesundheit unserer Patientinnen und Patienten im Fokus. Sie haben ja das Animationsprogramm schon ausprobiert. Ja, ich muss sagen, dafür, dass ich ja Internist bin, ist es recht gut gegangen. Meine Frau ist ja Chirurgin. Ich habe ihr schon ein Foto geschickt, die wird jetzt ein bisschen eifersüchtig auf mich sein. Die Erweiterung der Roboterchirurgie in Leoben ist ein wichtiger Fortschritt in der Gesundheitsversorgung. Der Einsatz modernster Technologien ermöglicht, die Qualität und Effizienz medizinischer Eingriffe zu steigern. Ja, es ist vor allem für den Standort Hochsteiermark, für den Standort Leoben, das LKH ein wichtiger Fortschritt, dass wir jetzt mit roboterunterstützter Technik hier operieren können. Das kommt den Ärztinnen und Ärzten zugute, das kommt vor allem aber den Patientinnen und Patienten zugute, die einfach früher wieder auch das Spital verlassen können. Die Qualität der Operationen steigt, also rundum ein großer Erfolg und ein ganz wichtiger Schritt für den Standort Leoben. Auch die Ausbildung ist durch diese Technologie eine ganz andere. Ich denke da an einen Simulator. Naja, es ist ganz einfach, wenn neue Technologien am Standort sind, ist es natürlich auch attraktiv für Ärzte und Ärzte im LKH Hochsteiermark in Leoben tätig zu sein. Und zum anderen durch den 2. Roboter sind natürlich auch mehr Arbeitsmöglichkeiten vorhanden, sodass mehr an Ausbildung auch geleistet werden kann. Zum Einsatz kommt Da Vinci im Bereich der Urologie, Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde. Da Vinci 2 ein wichtiger Schritt in die Zukunft für das LKH Leoben. Ein absoluter Freudentag. Es ist auch unser Anspruch, das LKH Hochsteiermark, dass wir topmoderne Medizin betreiben. Und mit dem Da Vinci 2 sind wir noch besser aufgestellt, um die Bevölkerung bestmöglich zu versorgen. Absolut stolz und glücklich. Die Patientinnen profitieren von einem geringeren Schmerzmittelbedarf nach der Operation, kleineren Narben, weniger Blutverlust und einer deutlich schnelleren Genesung. Und noch ein wichtiger Aspekt ist mit Da Vinci verbunden. Es ist eine neue Art der Ausbildung. Wie bilden Sie neue Chirurgen, neue schneidende Fächer heran? Denn eines ist auch ein Phänomen unserer Zeit. Sie haben wenig Trainingsstrecke. Sie haben kurze Trainingsstrecken und schon sind Sie im kompliziertesten Fall drinnen. Und jetzt geht es darum, wie trainieren wir? Wir trainieren sehr viel durch Simulation. Das ist hier ebenfalls mit dieser Technologie möglich. Und es verändern sich auch die Trainingsstrecken. Und Sie kriegen in relativ kurzer Zeit eine sehr homogene, ausgebildete Frau und Mannschaft. Das zeigt sich international. Und wir müssen aufspringen auf diesen Zug. Und wir sind oben und wir sind, glaube ich, sehr kräftig oben auf diesem Zug. Und dafür bin ich dem Land Steiermark, insbesondere auch den politischen Verantwortungsträgern, sehr dankbar. Ich bin allen Ihnen hier dankbar, euch Kollegen auch dankbar, weil es braucht auch den Biss dazu. Ja, man braucht Biss dazu, man braucht diese Innovationskraft. Und deshalb kann man nur eines dem Haus wünschen, macht was Ordentliches draus, entwickelt es weiter, das sind Entwicklungsobjekte und wir sind ganz, ganz sicher, dass es hier allen sozusagen gut gehen wird, an diesem Standort, aber hier in der Hochsteiermark. Alles Gute euch.